Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen zum Mut Talk. Diesmal ist Helmut Gruber zu Gast. Helmut Gruber, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Wir möchten heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Du bist Gründer von Patron for Change, einer Plattform, die ein ganz wichtiges Anliegen anspricht, das mich persönlich auch sehr anspricht und das, finde ich, viel mehr an Sichtbarkeit braucht. Was ist denn Patron for Change? Erst einmal danke, dass ich hier mit dir plaudern darf und dass du das dann auch online stellen willst. Das ist eine schöne Möglichkeit für uns, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf unsere Lösung zu bekommen. Gerne. Also ganz kurz erklärt ist es das Patreon für Changemaker oder Mutmacherinnen, könnte man auch sagen. Patreon ist eine Plattform, die für Künstlerinnen geschaffen worden ist in den USA, damit sie sich ihre Kunst leisten können. Und Patreon for Change wurde gegründet von mir, damit sich die Menschen, die was in der Welt verändern wollen, zum Positiven, die für eine enkeltaugliche Zukunft sich engagieren, damit die Unterstützung bekommen. Und zwar das, was sie am meisten zu geben haben, ist ihre Story. Und deswegen möchte ich sie als Person darstellen. Ich möchte sie als Person zeigen, weil ich glaube auch, dass Personen spannender sind als Projektbeschreibungen. Und dann in dieser Personendarstellung, zuerst gibt es ein Profil von Ihnen, wo Sie kurz was zu sich schreiben, wirklich so ganz kurzes Profil, und das eigentliche, der Kern, das, wo das, was an das Profil angehängt wird, ist Ihre Mission. Und bei der Mission geht es darum, wer bist du in Bezug auf ein Problem, das ist das Problem, das du lösen willst, wo du meinst, da gehört was getan, und wie schaut deine Lösung aus? Also wer, was und was ist die Lösung? Und was würde dir neben Geld noch helfen, damit du besser vorankommst? Das möchte ich darstellen. Und zwar ist einerseits als Text für die Leute, die gerne mal drüber lesen wollen. Aber zu jeder Mission gehört auch ein Video, das eben so kurz und knackig genau diese Fragen auch beantworten soll. Mhm. Kannst du kurz erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, so etwas zu gründen? Ja, also ich habe vor etlichen Jahren habe ich schon mich umgesehen, wo könnte ich mich sozial engagieren. Ich war schon Sozialarbeiter und wollte aber darüber hinaus. Für mich war die Sozialarbeit ist zwar wichtig und richtig und gut, aber sie ist halt sehr einzelfallbezogen. Und die Probleme, die man mit einzelnen Personen versucht zu lösen, sind ja individuelle, aber darüber steht immer ein gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliche Probleme, warum diese Menschen überhaupt in diese Problemlagen kommen. Und ich habe als Sozialarbeiter immer den Anspruch gehabt, auch ein bisschen an den Ursachen zu arbeiten, dass Menschen insgesamt nicht in Problemlagen kommen. Und die Ursachen heißt für mich, dass man schaut, wo gibt es Ungerechtigkeiten in der Welt, wo gibt es Schieflagen, wo könnte Armut entstehen, wo kommen Menschen extrem unter Druck, gesellschaftlich, auch über den Arbeitsmarkt. Und ja, und da habe ich mir gedacht, das, was am meisten gegen solche Tendenzen arbeitet, ist die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist ein dritter Pfeiler neben Politik und Wirtschaft. Also Politik ist sehr stark präsent in unserer Welt. Wirtschaft ist sehr stark präsent. Die sind eigentlich ein gemeinsames Bollwerk. Und die Zivilgesellschaft, das sind Lösungen, die von uns kommen, quasi von unten, das ist eigentlich unterrepräsentiert. Und ich wollte eigentlich immer Menschen dazu ermächtigen, dass sie ihre Probleme selbst in die Hand nehmen oder ihre Zukunft eigentlich, die damit verbundenen Probleme. Und dazu gehört, dass man die Zivilgesellschaft stärken muss und die Menschen dazu ermächtigt und ermutigt zu sagen, so wollen wir das nicht, wir wollen es anders. Also einmal in 4, 5 Jahren wählen gehen, heißt ja eigentlich die Stimme abgeben und zu sagen, ich habe jetzt gewählt und die nächsten 4, 5 Jahre möchte ich eine Ruhe haben, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Das sieht man jetzt eh, dass sie machen, was sie wollen. Und auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, die Wirtschaft wird immer mehrheitlich die Interessen derjenigen vertreten, die schon viel haben.
und die schon quasi oben schwimmen. Ja, und deswegen glaube ich, dass die Zivilgesellschaft wichtig ist. Und ich habe damals einen Verein gefunden, der heißt Option 2.0, Plattform zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Option 2.0 im Sinne von eine neue Option für die Gesellschaft, eine neue Option für die Welt und eine neue Option für jeden Einzelnen, dass man das, dass sich den Job oder das Engagement oder das, was man in der Welt tun will, seinen Beitrag selbst gestaltet und nicht darauf wartet, dass das richtige der richtige Job oder was auch immer daherkommt, sondern ich kriege mir das selber. Das war so der Hintergrund von diesem Verein. Und im Zuge dessen habe ich eben viele Menschen kennengelernt, die immer dasselbe Problem haben, dass sie ein Problem sehen in der Welt, dass sie anfangen, das zu lösen, aber dann irgendwann geht ihnen die Luft aus, weil sie in der Freizeit eigentlich eine Art soziales Start-up gründen, indem sie eine eigene Projektidee umsetzen, die eben ein soziales Problem lösen soll. Und in dem Moment, wo sie das in der Freizeit machen, dieses Engagement ihnen aber kein Geld bringt, müssen sie ja quasi einem Job nachgehen, der ihnen ihre Rechnungen zahlt, der vielleicht gar nicht so viel Mehrwert für die Gesellschaft bringt, aber ihnen halt Geld ins Geldtasche spült, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen sie dann neben der Arbeit dann in ihrer Freizeit eigentlich einen zweiten Job machen, der vielleicht rewarding ist im Sinne von einem das gute Gefühl gibt, das Richtige zu tun, aber kein Geld bringt. Und somit ist es eine Doppelbelastung. Und wenn man dann auch noch Familie, Partnerschaft, Kind hat, dann ist es sowieso aus. Also diese Menschen sehen, dass sie wichtig sind und mit ihrem Engagement, aber dass sie eben diese Doppelbelastung auf Dauer nicht aushalten. Und gerade wenn man etwas anstoßt, dass, wo die Welt darauf reagiert und einem das Gefühl gibt, ja, das brauchen wir, dann fängt ja die Arbeit erst richtig an. Also dann muss man ja diese Arbeit ausgestalten, also diese Lösung ausgestalten. Und heutzutage ist es ja so, dass man dann wirklich sich um alles kümmern muss, also um die Teammitglieder, um die gesamte Organisation und vor allem um das Marketing und Social Media. Das ist ja, und wenn man Marketing und Social Media macht, ist es ja so, dass man im Kanon da allen anderen mitschreibt. Also jeder Mensch hat nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne und diese Aufmerksamkeitsspanne wird von Leuten beansprucht und von Unternehmen vor allem, die viel Geld dafür zahlen, dass sie deine Aufmerksamkeit bekommen. Und dann ist man mit denen in Konkurrenz mit seiner Lösung und hat aber kein Geld. Weil ich meine, sich sozial zu engagieren, also und dann auch noch Geld dafür zu bezahlen, das ist etwas, was ich zum Beispiel gemacht habe. Ich habe etliche 1.000 Euro in die Plattform gesteckt, habe kein Geld rausbekommen und habe auch noch die Zeit und Energie investiert. Und das ist, also ich weiß, wovon ich spreche, das ist wirklich, da blutet man sich aus in jeder Hinsicht in der Energie, energetisch, also man verliert die Kraft und auch noch das Geld und es kommt relativ wenig zurück. Man hat immer das Gefühl, man muss jeden seine Lösung aufschwatzen, wo ich mir denke, aber hey, ich meine, ich will ja schon das Richtige tun und ich glaube, ich mache auch das Richtige und ich will eigentlich den anderen Menschen, von denen ich auch glaube, dass sie es richtig tun, ja eigentlich nur helfen. Warum muss ich dann auch noch alle davon überzeugen, dass auch noch dafür Geld zahlen, dass ich mir dieses Engagement leisten kann? Ja? Mhm. Das kann es doch nicht sein. Ja. Und deswegen, meine Lösung ist eben, und der Slogan auch von Patreon for Change, wir machen Engagement leistbar. Leistbar eben, dass man es überhaupt leisten kann, dass man es tun kann, aber auch, dass man es sich finanziell leisten kann. Und deswegen war auch eine der Grundideen von Patreon for Change, dass man jede Person, die sich da präsentiert, als Person mit der eigenen Lösung, also da, bei mir stehen wirklich die Personen mit der Lösung im Vordergrund und nicht ein Projekt, weil wir eben davon ausgehen, dass Menschen am Anfang an einer Lösung arbeiten, bevor später ein Projekt draus wird oder Projekte. Und wir müssen deswegen die Menschen schon viel früher abholen und sie präsentieren und sie unterstützen, wenn sie schon an der Lösung arbeiten. Weil wenn sie mal so weit gekommen sind, ein Projekt auf einer Projekt-Crowdfunding-Plattform zu machen, dann sind sie ja schon relativ weit. Dann haben sie die erste Hürde, dass man überhaupt in diese Richtung geht, sich zu engagieren, schon genommen.
ja, mit einer eigenen Idee. Also sagen, ich kann jedes Wort nachvollziehen aus eigener Erfahrung, was du gesagt hast. Ja, also das, was du beschrieben hast, ist mir extrem vertraut und ich habe die Mutmacherei vor 10 Jahren gegründet und ich strudel seit 10 Jahren mit diesem Thema. Und ich verlasse hier auch ein bisschen so das übliche Format der Mood-Talks, wo es quasi eigentlich ausschließlich um die Ermutigung und das Positive geht und auch ein bisschen die Rolle, weil ich mich hier auch als Betroffene quasi wiederfinde und das auch irgendwie transparent machen möchte. Und wo ich auch sehr Resonanz gespürt habe zu dem, was du gesagt hast, ich habe auch die Mutmacherei unter anderem deswegen gegründet, weil ich so arg finde, dass Leute, die sich einsetzen für eine bessere Zukunft, davon profitieren wir ja alle. Die machen das ja nicht nur für sich, ja, davon profitieren wir alle und die kommenden Generationen, dass die dann auch noch dauernd pitchen müssen und erklären, warum gerade sie vielleicht dann irgendeine Förderung kriegen sollen oder irgendeinen Preis gewinnen sollen oder so. Und mich hat das irrsinnig aufgeregt, ja, weil ich mir gedacht habe, das sind doch genau die Leute, denen wir den Rücken stärken müssen und freihalten müssen und irgendwie sagen, hey, super, danke, dass ihr das macht, ich finde das toll. Ja. Genau, also die Grundidee war, dass man sie präsentiert und auch gleichzeitig die Möglichkeit hat, ihnen Geld zukommen zu lassen, aber da geht es nicht um eine einmalige Sache, sondern um eine monatliche. Das heißt, man kann über die Plattform bei jeder einzelnen Person einen Monat, einen Dauerauftrag einrichten über die Kreditkarte. Mhm. Und da ist es jetzt so, dass das Betreiben der Plattform und auch der Bezahlanbieter Geld nimmt dafür. Das heißt, maximal 10% gehen an die Organisation, an die Plattform und an den Bezahlanbieter und 90% geht an den Changemaker, die Changemakerin. Mhm. Ja, so ist das gedacht. Ziel war und ist eigentlich noch immer, dass man mit diesem Teil, der von den 10% überbleibt, nachdem man den Bezahlanbieter bezahlt hat, dass man dieses Geld in den Verein geht und der Verein dann letztendlich die Personen anstellt, die für die Plattform arbeiten, dass sich die Plattform somit selbst erhält über den Verein. Das heißt, ein klassisches Non-Profit, es geht nicht um Gewinn, sondern es geht darum, dass die Menschen, die das Ganze aufrechterhalten, auch angestellt werden können und die ein normales Gehalt dafür bekommen, dafür, dass sie die Plattform vorantreiben. Mhm, ja, das war das Ziel. Ja, und das war der ursprüngliche Gedanke. Und dann gab es wirklich Leute, die gesagt haben, ich präsentiere mich gerne, aber ich möchte eigentlich kein Geld nehmen. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann geht es nicht immer nur ums Geld. Dann sollen die Leute eben auch sagen, was sie darüber hinaus noch brauchen. Es ist dann Teil der Mission geworden, diese Frage zu beantworten. Und letztendlich kann man ja dadurch auch Gleichgesinnte finden, die vielleicht an einer ähnlichen Lösung arbeiten oder schon begonnen haben, dass man Mitstreiterinnen findet, die mitmachen. Das ist auch eine große Unterstützung. Oder sonstige Ressourcen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich brauche da ein Auto oder einen Lagerraum oder was auch immer, dass man das dann auch über die Plattform bekommt, dass es eben nicht immer nur ums Geld geht, sondern auch um sonstige Ressourcen. Und natürlich, wenn jemand sagt, ich finde das super, was du machst und ich sehe das Problem genauso in der Welt und ich kann aber dir kein Geld geben, aber vielleicht habe ich eine Skill, eine Fähigkeit, die ich dir zur Verfügung stellen kann, wie zum Beispiel einen Jahresabschluss machen für deine Steuererklärung oder was auch immer. Ja. Also man kann eigentlich alles beitragen über Geld hinaus, Skills und sonstige Ressourcen. Das sollte dann dazu führen, dass man eben dazu beiträgt und dass vor allem auch Beziehungen entstehen. Weil in dem Moment, wo ich etwas jemandem gebe, sei es jetzt Geld oder sonst irgendetwas, bin ich umso mehr daran interessiert zu erfahren, wie geht's dem jetzt, wie geht's weiter. Und deswegen ist es auch ein Teil der Plattform, ein wichtiger Teil der Plattform ist, dass man, wenn man weiß, dass man da Unterstützerinnen hat, dass man auch regelmäßige Updates schreibt. Das kann man, einerseits kann man die Social Media Kanäle mit der Plattform verknüpfen, aber man kann auch selber kurze Updates schreiben auf der Plattform selber, die dann die Unterstützerinnen erhalten als E-Mail, wenn sie das abonniert haben. Aber man kann davon ausgehen, dass man diese Updates dann abonniert, wenn man eine Person unterstützt. Und wenn man das Gefühl hat, da geht jetzt gar nichts weiter, dann gibt es auch keine Verpflichtung. Man kann einen Dauerauftrag jederzeit starten, aber auch wieder aufhören, ohne Angabe von Gründen. Aber letztendlich ist eben das Ziel, dass man, wenn man dann
beiträgt und regelmäßige Updates bekommt. Updates heißt auch, ich habe heute was versucht, das hat nicht funktioniert. Also das ist auch okay, es geht nicht immer nur um Erfolge zu berichten. Dass man dann letztendlich eine Beziehung zwischen diesen Personen entsteht und viele solche Beziehungen und viele solche Projekte, die dann dadurch gedeihen, lassen ein Ökosystem des Wandels entstehen. Das ist eigentlich das langfristige Ziel, dass da so ein Ökosystem entsteht. Mhm. Ja, das ist das Konzept von Patreon for Change, ganz zusammengefasst eigentlich. Ja, wunderbar. Du, also ich finde, in dem Konzept ist ja wirklich alles drinnen. Ja, du hast alle Zutaten quasi erwähnt, die es brauchen würde, um dieses Ökosystem des Wandels, das finde ich auch einen sehr schönen und treffenden Begriff, um das zu schaffen. Wie lange gibt es denn die Plattform schon? Ja, das ist schwierig zu sagen. Wir haben irgendwann begonnen zu arbeiten. Es gab dann eine Zusammenarbeit mit Studenten von der TU über den Verein Tu Gutes. Das ist ein Alumni-Verein, wo ehemalige Studenten und Studentinnen der TU auch solche Projekte unterstützen. Dann gab es eine Kooperation mit einer HTL, wo auch Praktikanten die erste Version programmiert haben. Und letztendlich ist es aber dann eine WordPress-Lösung geworden. Die dann nicht über Praktikanten gelaufen ist, sondern die musste ich dann bezahlen. Ich meine, ich habe eh einen guten Preis bekommen und ich stotter das auch über mehrere Jahre ab, aber es ist trotzdem mein privates Geld, das ich da reingesteckt habe, für eine Person, die wirklich WordPress-Profi ist und die das komplett aufgesetzt hat. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Also es geht eben schon sicher 2-3 Jahre. Also ja. Länger sogar. Okay. Also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Also es geht wirklich schon länger und mir war klar, dass das ein Marathon wird. Ja, und es ist halt dann, dass Corona auch noch dazwischen kommen. Aber wie gut funktioniert denn das Konzept und die Idee? Wie schaut es in der Umsetzung aus? Ist das Ökosystem des Wandels jetzt schon da? Leider nein, es ist bei weitem noch nicht so. Der erste Bottleneck, man startet los und erst in der Interaktion mit den Zielgruppen kommt man auf Sachen drauf. Das eine war, die Menschen glauben, dass das in 10 Minuten erledigt ist und ich bin online. Das dauert mal länger. So. Dann das zweite ist, also der Plan wäre gewesen, die Leute können ihr eigenes Profil anlegen, zu dem eigenen Profil die eigene Mission dazugeben, Text und Video. Das Video ist einfach nur ein YouTube-Link, wo sie das Video auch selber auf YouTube online stellen können. Und ich bekomme dann noch eine Nachricht, da ist eine neue Mission fertig. Ich schaue drüber und gebe es online und das ist erledigt. Und dann wäre es natürlich wichtig, sobald es online ist, dass die Menschen auch darüber erzählen. Ja, dass sie sagen zum Beispiel ihrem Freunden- und Bekanntenkreis, du weißt ja, ich rede immer davon, der Herr Körpers gemacht, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht und hab da auf Patreon for Change was online gestellt und wär nett, wenn ihr mich da unterstützt. Ja. So, so war der Plan. Tatsache ist, dass die Leute mir irgendwelche Konzepte schicken, Seiten um Seiten, und sagen, bitte um Feedback, passt das eh für euch. Ja. So, das ist mal das. Ich hab nicht die Ressourcen, ja, all das zu lesen und da Coaching zu betreiben und Begleitung und Unterstützung. Ja. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass die Leute sagen, ja, ich kann kein Video von mir machen. Und wenn sie dann ein Video von sich machen, dann ist es relativ langatmig, eben viel zu lang, sie reden viel zu viel. Natürlich reden sie über sich selbst und ihre Mission und was sie in der Welt verändern wollen, aber das ist halt schwierig, das kurz und knackig zu machen. Ja. Dann haben wir begonnen, vor Ort zu gehen und die Leute vor Ort zu filmen und mit ihnen das Video zu machen. Das sind wieder Ressourcen, dann bin ich wieder darauf angewiesen, dass wieder andere mir gratis das zur Verfügung stellen, dass sie als Produzent-Filmer dann dorthin kommen. Also wieder ein Bottleneck, ja, auf beiden Seiten. Ja, und dann das Vor-Ort-Gehen war dann mit Corona auch nicht mehr möglich. Ja. Mhm. Tja, und das war noch einmal ein Rückschritt. Und dann ich hatte immer wieder Leute, die mich unterstützt haben, sei es jetzt im Verein selber oder Menschen, die ich für die Idee begeistern konnte. Aber wie es oft so ist, und das kennst du sicher auch oder von Erzählungen, in dem Moment, wo du Menschen ehrenamtlich dazu bringst, dir zu helfen,
bist du sehr schwach, in einer sehr schwachen Position. Da kann schon mal ein Erasmus-Aufenthalt, ein Surfcamp über mehrere Monate oder ein Umzug oder ein neuer Job, plötzlich sind sie weg. Ja, oh ja, das kenne ich gut auch. Ja, sehr gut. Plötzlich sind sie weg. Du versuchst da ein Team aufzubauen, langfristig irgendwie zu planen, gestaltest To-Do-Listen, Aufgaben, Trello, noch und nöcher voll, explodiert, ja. Und ja, und dann ist die Bereitschaft, da jetzt irgendwie verbindlich dran zu bleiben, sei es jetzt Woche für Woche oder halt über einen längeren Zeitraum, ist relativ gering. Das heißt, Teammitglieder kommen und gehen. Ich glaube, was dann auch noch bei den Ehrenamtlichen dazukommt, ist, dass die selbst ja das gleiche Problem wiederum haben. Dass sie sagen, okay, ich kann eine begrenzte Zeit hineinstecken, egal wie groß jetzt das Engagement wäre, ja, und müssen dann auch irgendwann einmal Geld verdienen. Das heißt, es ist ein Problem, das man im Grunde genommen immer weitergibt. Und ich glaube, was dann auch noch den Unterschied macht, also wir beide als Gründer, Gründerinnen von Plattformen, Initiativen haben ja auch, wir tragen ja auch diesen Funken unserer Mission mit, ja, was ja schon auch viel Energie gibt. Nicht? Und das ist, wenn jemand aber quasi nur einsteigt, ist das lange nicht so stark. Nicht? Also die Bindekraft, die das dann hat, diese Mission, ist ja lange nicht so stark. Nicht? Wenn man von Anfang an dabei ist, ist es natürlich leichter, wenn man vielleicht sogar eine Vision gemeinsam formuliert. Ja, genau. Dann bindet das wahrscheinlich mehr. Genau. Ja. Du, wo ich jetzt auch noch gern drüber sprechen möchte, ist, du hast schon erwähnt, was deiner Einschätzung nach so die Hauptgründe sind, warum es jetzt nicht so einfach ist oder warum es vielleicht naiv ist von Leuten, die sich auf der Plattform präsentieren, zu glauben, okay, ich stelle da jetzt in 10 Minuten ein Profil rein, mache irgendein Video und dann sprudelt quasi die Geldquelle. Ja. Und ich denke mal, die Gründe, die du angesprochen hast, die sind sicherlich auch welche, ja, gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, du hast die Gründe jetzt alle wiederum bei denen, die eh schon was tun, gesehen. Ja. Und da sind wir eigentlich wieder in der Lage, man muss quasi noch mehr liefern, man muss sich noch besser darstellen, man muss gefälligst kurz und knackig sprechen und so weiter. Und also ich frage mich, gibt es nicht auch auf der anderen Seite was? Ja? Weil es gibt ja Empfänger dieses Nutzens oder dieses Werts, den man schafft für die Zivilgesellschaft und für die Zukunft. Ja? Und können wir da auch hinschauen oder gäbe es da auch was zu tun oder so? Ja, also ich finde es immer schwierig, wenn die Verantwortung immer nur auf einer Seite liegt, auf der, die eh schon den Engpass hat. Ne? Ja, also ich habe natürlich bei irrsinnig vielen Bewerben und beim Social Impact Award und bei irrsinnig vielen solcher Dinge mitgemacht und auch bei Förderungen angesucht. Ich habe da wirklich eine Liste von sicher 15 bis 20 Einreichungen. Ja. Und ja, das Problem ist halt zu unspezifisch. Es geht immer um spezielle Themen. Und Patreon for Change ist eine Schüssel, die oder ein Gefäß, wo alles Mögliche drinnen sein kann. Ich habe die Plattform eben so strukturiert, dass es nach Themen. Du kannst zum Beispiel das Thema Bildung auswählen und siehst dann alle Missionen zum Thema Bildung. Ja. Und So gibt es eben viele Themen, die ich abbilde auf der Plattform und jedes Thema einzeln ist wiederum mit ein oder mehreren SDGs verknüpft. Also die SDGs bilden sich dadurch auch ab in den Themen. Und die SDGs sind relativ spezifisch, nur eins ist unspezifisch, das ist das 17er, wo ich reinfalle. Das ist das generelle Fördern des Vorankommens der SDGs im Allgemeinen, würde ich mal sagen. Und ich habe so viele Themen da drinnen und es gibt ja wirklich viele Themen, in welche Richtung man sich engagieren kann, dass ich da einfach überall nicht zum Zug komme. Ja. Mhm. Sehr, das, ja, und da würde ich mir wünschen, dass dieses 17er SDG auch irgendwie Anerkennung findet bei Fördergebern, dass die sagen, ja, das ist auch ein Wert. So eine Plattform, die grundsätzlich Menschen dazu ermächtigt, zu allen möglichen Themen sich zu engagieren. Ja? Wir sind in einer Welt, wo es immer um Spezialisierung geht und da bleibe ich eben
auf der Strecke mit denen. Ja. Du, auch da kann ich ins selbe Horn stoßen, weil ich bin mit der Mutmacherei in genau der gleichen Lage. Ja. Mhm. Weißt, es ist kein Bildungsprojekt im engeren Sinn und es ist kein Nachhaltigkeitsprojekt im engeren Sinn, ja, weil die wollen dann immer ganz konkret, okay, an welchem Dings arbeitest du? Und also für mich, ich habe ja auch lange überlegt, was kann ich beitragen zu diesem Wandel, ja, weil man dachte, ja, ich habe keinen grünen Daumen und ich weiß nicht, wie man Solarpaneele baut und so weiter. Ja. Und bis mir auch klar geworden ist, okay, meins ist ein Kommunikationsprojekt, ja, ein Weiterverbreitungs-Multiplikationsprojekt und so weiter. Und genau dafür gibt es aber die, also ich habe sie zumindest nicht gefunden, ja, die Fördertöpfe nicht und so weiter, weil, wie du sagst, das ist zu unspezifisch. Ja. Und man sitzt zwischen allen Stühlen. Und ich habe auch schon aufgehört, irgendwo einzureichen, weil ich mir denke, es macht so unendlich viel Arbeit, ja, und jedes Mal passt man die Formulierung ein bisschen an und so, und im Endeffekt schaut absolut nichts heraus. Ja. Ja. Also sehr, sehr bekanntes Problem. Ja. Ich habe wirklich eine lange Liste. Und ja. wo man noch ansetzen könnte, ist, ich meine, das Grundeinkommen ist wieder Thema geworden jetzt durch Corona. Und das Grundeinkommen ist wirklich, ich verstehe die einen, die Kritiker und auch die Befürworter. Die Befürworter, die von einer Befreiung des Menschen sprechen und die Kritiker, die genau das sagen, hey, wenn du nicht mehr quasi da mit deinen eigenen Händen da über Arbeit dich befreien kannst, bist du ja extrem abhängig von jemandem, der dir da quasi monatlich was gibt. Ja, ich meine, natürlich, der Staat sind wir alle und ich krieg's vom Staat. Ja, das wäre natürlich so schön, aber so einfach ist es heute nicht mehr, weil die, die das Geld wirklich haben, sind die private Unternehmen, die auch unsere Daten haben. Ja, also das, es ist, ich verstehe, aber ich meine, man könnte sich zumindest darauf einigen, dass die Menschen, die sich wirklich dafür einsetzen, dass wir auch in Zukunft diese Bedingungen vorfinden und auch zukünftige Generationen, wie wir sie jetzt noch haben, und es ist wirklich vielleicht weniger als 5 vor 12, ja. Es geht jetzt wirklich um vieles jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren, ob wir das bewahren können oder nicht. Und die Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das bewahrt bleibt, was wir hier und jetzt haben, auch für zukünftige Generationen, die würden es doch verdienen, ein Grundeinkommen zu bekommen. Und das war auch eine Grundmotivation von Patreon for Change, dass man sagt, wir warten nicht darauf, dass diese Menschen ein Grundeinkommen bekommen, sondern wir bitten die Crowd, alle Menschen, die Zivilgesellschaft. Jeder kann sagen, die Person finde ich gut, die Lösung finde ich super, ich möchte, dass diese Person auf die Reise gehen kann und das umsetzen, weil wir eben sehr früh ansetzen, reicht schon die Idee. Ich möchte haben, dass diese Idee Realität wird und deswegen ich als Person entscheide jetzt, ob dieser Changemaker oder diese Changemakerin das umsetzen darf und nicht, ich warte nicht darauf, dass der Staat sagt, okay, dem geben wir halt ein Grundeinkommen, damit er was macht. Also wir als Gesellschaft sollten solche Menschen engagieren, entweder als Staat in Form eines Grundeinkommens oder indem wir alle gemeinsam sagen, als Crowd auf einer Crowdfunding-Plattform, du sollst das machen dürfen und machen können. Und bitte um Updates und ich bin auch bereit, dir eine Zeit zu geben, aber wenn es mir dann nicht gefällt, dann werde ich es wieder abbestellen. Aber diese Personen sollten zumindest die Chance bekommen, ein Grundeinkommen zu bekommen, damit sie sich eben ausschließlich auf das konzentrieren müssen und nicht auf diese mit dieser Doppelbelastung gehandicapt sind eigentlich, ja, die ich vorher angesprochen habe. Ja, diese Haltung, die du jetzt angesprochen hast, die wünschenswert wäre und ja irgendwie fast auch logisch wäre, haben wir die schon, also ausreichend ganz offenbar nicht, aber gibt es die überhaupt schon, zumindest in Spurenelementen quasi, ist die merkbar für dich? Also ich finde grundsätzlich, Crowdfunding-Plattformen haben da schon viel gemacht. Dass man einfach sagt, was in die Welt rausstellt und sagt, hey, wer findet das cool, wer will das vielleicht kaufen? Und ich meine, Crowdfunding-Plattformen funktionieren so und Crowdinvesting, dass man schon, als wenn man etwas gibt, dass man da schon was erwartet in Retour. Also viele vergeben irgendwelche Goodies, irgendwelche Belohnungen oder halt du kaufst das Produkt im Vorhinein, bevor es produziert wird, aber du kriegst es nachher. Crowdinvesting, du kriegst dann irgendwelche Prozente raus, eine Vermehrung deines Gelds sogar. Aber dass wir wirklich sagen,
ich gehe gar nicht davon aus, dass ich dieses Geld zurückbekomme, sondern ich möchte einen gesellschaftlichen Wandel und der ist mir das wert, dass ich diese paar Euro im Monat gebe. So weit sind wir noch nicht. Also das, einerseits sehe ich da schon die ersten Schritte über das Crowdfunding, über die ganzen Plattformen. Das hat sich grundsätzlich schon einmal durchgesetzt. Das wird auch bleiben. Aber Crowdfunding heißt ja eigentlich, ich funde etwas oder ich glaube, das ist, man müsste einfach sagen, es gibt dieses Crowdfunding, wo ich eben nichts erwarte und wo ich aber trotzdem etwas ermögliche und somit das gute Gefühl bekomme, Teil dieses Wandels zu sein, Teil eines Ökosystems des Wandels. Das würde ich mir wünschen, dass das schon reicht. Und nicht jeder sagt, naja, aber was kriege ich jetzt da genau zurück? Also was sind die Belohnungen und Rewards und was kriege ich jetzt? Ja, ich meine, das ist halt, so denken wir halt nach wie vor. Ja. Mein Eindruck ist auch, dass sich das Crowdfunding da ein bisschen geändert hat. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber ich habe so in den Anfängen des Crowdfundings den Eindruck gehabt, da war dieses Verständnis auch noch klarer. Und dann irgendwann ist es immer mehr in Richtung gegangen, so quasi einer Vorfinanzierung von irgendeinem Produkt oder so, was ich an und für sich auch schade finde, ne? Mhm. Weil es in die falsche Richtung geht. Also dieses Ökosystem des Wandels zu schaffen und zu stärken und zu stützen, ich finde, das wäre auch so eine wichtige Funktion quasi von Umverteilung, ja. Weil ich habe so den Eindruck, es gibt relativ viel Einverständnis, so jetzt in Menschen, die einmal grundsätzlich finden, es müssen sich viele Dinge auf der Welt ändern, dass wir zum Beispiel mit dem Konsum, den wir tätigen, ja auch politische Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Also da habe ich immer das Gefühl, dieses Verständnis gibt es. Ja. Aber im Endeffekt, dass es auch so etwas wie eine Umverteilung braucht, ja, in Richtung dieses Ökosystems, um das entstehen zu lassen, also da, ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl, da ist Wüste noch. Ja. Und also so, weißt du, weil du auch gesagt hast, die Updates zum Beispiel auf der Plattform bei dir, ja, weil natürlich wollen die Leute, die das unterstützen, auch wissen, ja, tut die Person auch was und so, verständlich. Ja. Weißt, ich denke mir zum Beispiel, mit jedem Newsletter, den ich ausschicke, ja, zeige ich ja auch, dass ich was tue, woran ich arbeite und so weiter, ne? Und also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das löst genau gar nichts aus. Ja. So dieses, ja, wir schauen das an, wir lesen das, wir konsumieren das, ja, wir freuen uns, dass es das gibt. Ne. Aber unterstützen finanziell, das ist ja nicht mein Problem. Ne. Ich habe auch Newsletter rausgeschickt und da kriegt man dann immer solche Reports, wie viele das gelesen haben und angeklickt oder gelesen haben. Und ich meine, objektiv betrachtet, sind die Prozente jetzt nicht so schlecht, wenn man sich anschaut, was ein Newsletter leisten kann. Aber subjektiv betrachtet, denke ich mal, das bewirkt jetzt nicht viel. Ja. Also auch, weiß nicht, wenn 5% von allen 150 Menschen da überhaupt einmal den Newsletter aufmachen, ist schon super. Ja. Aber das ist halt insgesamt auch zu wenig. Und ich meine, so ein Newsletter ist viel Arbeit, Blogs schreiben ist viel Arbeit, auf Social Media, weiß Gott was, die ganze Zeit. Also ich war eine Zeit lang schon viel mehr dahinter und bin auch auf Veranstaltungen gegangen, habe die ganze Zeit meinen Mund fusselig geredet. Ich habe hier so, was hast du getan, als die Welt noch zu retten war? Mhm. Habe ich hier solche Karten und auf der Rückseite sieht man dann genau, wie es funktioniert. Du findest, es muss sich etwas ändern, dann gibt es die Leute, du hast schon eine Lösung parat oder du willst Teil einer Lösung werden. Ne? Und was kriegt man als jemand, der eine Idee hat von der Plattform und jemand, der Teil einer Idee werden will? Ne? Mhm. Changemaker. Mhm. Ganz kurz und knackig mit der. Also es gab viele solche Momente, wo ich mir gedacht habe, wenn wir mal online sind, da wird es weitergehen. Okay. Wenn wir mal ein Erklärvideo haben, boah, dann wird es richtig abgehen. Wenn man mal sowas hat, dann werden wir durchstarten. Wenn ich einmal Newsletter regelmäßig ausschicke, dann werde ich durchstarten. Wenn ich mal, ich habe Changemaker Hangouts, hat das geheißen, gemacht. Wenn ich regelmäßige Events mache, wo ich die Changemaker vorstelle, wo man sie persönlich kennenlernen kann, dann wird es so richtig losgehen. Also, leider nein. Ja. Also, ja. Ich hab wirklich alle Register gezogen, meiner Meinung nach. Ja. Ich war auch in den Medien, ich war
In Red Bull hat so eine eigene Changemaker-Schmiede gehabt, die hat geheißen oder heißt noch immer, weiß nicht, ob es noch gibt, Amapico, Red Bull Amapico, und da wurden wir ausgewählt, also musste man sich bewerben, ein Wochenende in Tirol mit Speakern und Vernetzung, alles super, dann auch noch Präsenz in deren Medien. Es gab ein Magazin, das heißt, also gibt es noch immer von Red Bull, das heißt Innovator. Ja? Mhm. Und da zu jedem Innovator gibt es ein Spezialthema, und zu diesem Spezialthema spricht ein Experte. Ja? Und da war ich bei dem Spezialthema Changemaker-Tum, war ich der Experte, How to Change the World in 10, 11 Schritten, wurde ich abgedruckt. Ja? Der Innovator, Experte von Red Bull promoted, How to Change the World in 10 Schritten. Ja, also ich habe wirklich PR in jede Richtung alles getan. Und ja, ich verstehe es nicht. Also ich weiß jetzt nicht mehr. Irgendwann ist man natürlich auch frustriert. Man reißt sich den Haxen aus und in alle Richtungen macht man alles, was geht. Und die Welt antwortet einfach nicht so. Es ist irgendwie, geht alles ein bisschen ins Leere und verliert sich auch. Ja? Mhm. Und das finde ich schon sehr schade, dass wir zwar alle irgendwie eine bessere Welt uns wünschen, und dann kommt jemand und sagt, hey, so könnten wir es doch machen. Und dann kommt aber nichts. Ja. Ja, oder ich meine, ich bin ehrlich gesagt, ja, ich habe meinen Beitrag geleistet in den funktionstüchtigen, ich nenne es jetzt nur mehr Prototypen, weil es zeigt, wie es funktionieren könnte. Und mit allen Funktionen. Aber ich bin jetzt selber in der Situation, dass ich sage, ich kann mir mein Engagement einfach nicht mehr leisten. Mhm. Und ich bin jetzt der Prototyp, eigentlich der prototypische Mensch, der dasteht und sagt, ich habe echt was versucht und ich habe wirklich viel investiert, Zeit und Geld. Und ja, bitte um Hilfe. Jetzt kann ich nicht mal allein weiter. Ja? Und ich habe auch in dem letzten Blog-Eintrag, den ich geschrieben habe vor, also nicht einmal einem Monat, habe ich reingeschrieben, ja, das ist passiert, da stehe ich jetzt, und damit es jetzt weitergehen kann, brauche ich Menschen, die sich präsentieren wollen, Menschen, diese Menschen, die sich präsentieren, unterstützen wollen, Mitstreiterinnen, Mitstreiter, die das mit mir weitermachen, weil allein schaffe ich es nicht, oder Menschen, die die Plattform weiterentwickeln wollen, halt nicht so, dass ich die ganze Zeit dafür zahlen muss, oder irgendeine größere Organisation, die mit all ihren Möglichkeiten das ganze Projekt adoptiert. Und am besten mich mit, dass ich halt als Berater vielleicht weiter tätig bin oder mir ein Gehalt zahlen, damit ich das ausschließlich machen kann und das weiter für diese Organisation dann vorantreiben kann. Ja. Aber so geht es gerade nicht mehr. Ja. Und das Corona war natürlich so irgendwie so der Deckel drauf, ja, dass man dann diese Interaktion, die wichtig ist, um die Changemaker auf die Plattform zu bringen, auch nicht mehr machen konnte. Wo ich natürlich gehofft habe, dass das digital gehen kann, aber das hat sich eben gezeigt, dass das einfach nicht ausschließlich digital geht mit Profil, Mission online stellen. Ich mache nur mal okay und online. Ja. Ja. Ich glaube, da sind wir jetzt auch an einem wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, und den vielleicht noch einmal klarer zu machen. Also du bietest deine Plattform quasi zur Adoption an, ja, was auf der einen Seite ein klarer und deutlicher Hilferuf ist, nicht? Und auf der anderen Seite auch für die vielleicht noch frische Energie haben, Ideen dazu haben, auch eine gewaltige Chance, etwas zu einer wirklich positiven Veränderung beizutragen. Es ist ja, wie gesagt, recht ungewöhnlich, in den Mood Talks eher zu jammern. Ja? Und ich möchte damit das, was uns bewegt, jetzt nicht abwerten oder so, nicht? Aber ich denke mal, es ist was natürlich auch nicht sehr ermutigend ist für andere. Ja. Gleichzeitig finde ich es unglaublich wichtig, das auch einmal klar zu sagen und transparent zu machen, weil ich nicht weiß, ob das so den Menschen eigentlich bewusst ist. Ja. Also was diese Form von Engagement bedeutet, wie allein man damit ist und wie unglaublich kräfteraubend es auch ist und sein kann. Ja. Und es ist was ich normalerweise nicht an die große Glocke hänge, ja, weil ich finde, es ist eh schon schwierig genug, Menschen für den Wandel zu bewegen, und ich möchte sie dazu ermutigen und nicht entmutigen. Gleichzeitig ist es ein Problem, wo ich mir denke, da gehört auch hingeschaut. Ja.
weil ich glaube, dass sehr viele es sich in so einer Halt und bequem machen, na ja, die machen das, was sie freut, was sie interessiert, sind engagiert, ist ja wunderbar, ja, aber was hat das mit mir zu tun? Ne? Die haben Spaß dabei, die sollen doch nicht noch mehr haben wollen. So, ja, so ungefähr, nicht? Oder ja, wie komme ich dazu, das zu finanzieren? Nicht? Ich meine eben auch nicht nur, was mich freut oder so. Aber ich glaube, also was es ganz konkret auch bedeutet, ja, weil es geht ja nicht darum, dass wir uns bereichern wollen oder sonst was, nicht, sondern es geht konkret darum, das Engagement, das man für andere tut, weil oft sehen wir als Gründer ja auch etwas, wo ein Bedarf da ist, der aber noch gar nicht so erkannt wird in der Gesellschaft. Ja. Weil zum Beispiel aus meiner Sicht, wie wichtig es ist, überhaupt einmal ein positives Bild von der Zukunft zu haben und daran zu glauben, dass es Lösungen gibt, das sehen viele Leute gar nicht als essentiell. Ja? Und ich bin überzeugt davon, dass das die Grundvoraussetzung ist, die wir brauchen. Aber ich glaube, was es für Menschen, also für diese pionierhaften Menschen bedeutet, ja, so auf der einen Seite dieses unglaubliche Engagement zu haben und die Vision, wo es hingehen soll, die Mission, was tue ich dafür, ja, und gleichzeitig auch dieses sehr Alleinsein damit, dieses phasenweise völlig ausgepowert sein. Also ich muss mich auch immer wieder rausnehmen, damit ich nicht in Burnout komme und so, immer wieder Kraft schöpfen, immer wieder auch Auszeit nehmen, um zu jobben und so weiter, ja. Und immer wieder auch mit der Frustration, die dabei aufkommt, auch umzugehen. Ja. So, warum bin ich eigentlich in der Lage, was, und warum machen wir das so schwer? Ja. Und weil du zum Beispiel angesprochen hast, 5%, die den Newsletter aufmachen. Ja. Weißt, bei der Mutmacherei sind zwischen 40% und 50%. Ja. Das sind sensationelle Werte, das ist mir auch bewusst. Weißt, weil ich mir denke, ja, die Menschen lesen das, die wollen das, ja, und sie rühren kein Ohrwaschel. Ja. Und ich habe jedes Mal einen Spendenaufruf drinnen. Ich habe in gewisser Weise schon aufgegeben, ja, weil ich mir denke, okay, ich meine, ich mache halt eh, was ich mache. Ja. Aber es führt schon immer wieder auch zu dieser, zu einer großen persönlichen Belastung. Und dann zu dieser Frage, warum tun wir das an und wie lange noch und so. Ne. Ja, und was ich interessant finde, ist, dass du eben auch sagst, du gibst die Plattform zur Adoption frei, nicht? Und vielleicht so auch mit diesem mal auch auf den Tisch legen, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht gibt es auch ein paar Menschen, die so einen Gesinnungswandel auch erfahren, ja, und die auch sagen, ja, hey, eigentlich, wenn ich diesen Wandel will, dann sollte ich ihn auch in irgendeiner Form unterstützen, nicht? Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das aus dem heutigen Jammern, sage ich einmal, entsteht. Und es ist eigentlich nicht fair zu sagen, jammern, weil wir jammern nicht, sondern wir legen einmal auch was auf den Tisch, nicht? Ja, ich meine, wir haben ja die Vision. Ich bin wirklich ein Mensch, immer schon gewesen, der sich die Sachen angeschaut und hat und gesagt hat, na, das geht besser. Das geht doch, das muss doch besser gehen. Ja? Ja, ja. Und wenn man jetzt sich anschaut, wohin viele Dinge gehen, geht es schnurstracks, also geradewegs in den Abgrund. Und ich habe das halt irgendwie schon davor gespürt und auch nicht jetzt mit Zahlen nicht mehr belegen können, aber ich habe irgendwie dann sehr klar für mich selber entwickelt, wohin müsste es eigentlich gehen, damit wir die Kurve noch kratzen? Und das ist eine sehr positive Vision. Und es ist ja ursprünglich sehr positiv gewesen und auch bin ich auch sehr positiv losgestartet. Ja. Also, und ich glaube noch immer dran. Und ich habe ja die Hoffnung deswegen nicht aufgegeben. Mhm, ja. Genau. Und weil du sagst, ich war mal von Ö1 gab es so eine Serie, die heißt Zukunft reparieren, hat das geheißen. Und da war ich auch mit dabei und habe Pigeon for Change vorgestellt. Und da tatsächlich kam dann einmal 100 Euro Spende. Yes. Also das sind die kleinen Erfolgserlebnisse. Ja. Einfach so. Ja. Mhm. Das finde ich super. Und also es gibt die Erfolgserlebnisse natürlich, aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich bin auch gern bereit, den Weg weiterzugehen. Und ich sage auch nicht, dass das die perfekte Lösung ist, aber wenn jemand sagt, so und so könnte es doch besser gehen, dann bitte lade ich diese Personen dazu ein. Ja, bitte, dann arbeiten wir gemeinsam dran, dass es besser wird. Und ich bin noch immer, stehe da, ich bin bereit. Ich weiß nur, dass ich alleine nicht mehr schaffe.
Ja. Und ich, natürlich hatte ich meine Mitstreiter, aber die waren hinkommen und gegangen und ich war die Konstante. Ja. Und ja, und ich lade die Menschen dazu ein, das zu verbessern, zu adoptieren, dann zu arbeiten, es bekannter zu machen, was auch immer. Also gerne. Ich stehe noch da, bin ja nicht aus der Welt. Ich will ja nicht nur jammern, ich möchte ja konstruktiv in die Zukunft gehen und produktiv. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier jetzt rede. Ja. Ich möchte mit so einem positiven Gefühl jetzt irgendwie da zum Ende kommen. Ja. Genau, ich auch. Ja, unbedingt. Was ich sehr gerne auch anspreche, ist so immer die Frage, was macht dir Mut, lieber Helmut? Insgesamt und überhaupt, was macht dir Mut im Leben? Ja, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas geht in die richtige Richtung. Also zum Beispiel Fridays for Future, wo ich mir gedacht habe, ja, endlich stehen junge Menschen auf. Mhm. Und in dem Wissen, dass das jetzt wirklich, es geht um ihre Zukunft. Und ihre Zukunft wird, wird heute entschieden. Und die Weichen werden heute gestellt. Das ist zum Beispiel etwas, was mir Mut gibt. Ja? Weil sie immer heißt, ne, die jungen Menschen, die sind ja überhaupt nicht politisch und die interessiert eh nichts. Na, also sowas macht mir Mut, wenn Zero Waste irgendwie mehr Thema wird, zum Beispiel, wenn nachhaltiger Konsum irgendwie mehr in der Mitte der Menschen ankommt, überhaupt sowas wie Food Cops, dass man das ganze Supermarkt-Ding hinterfragt, das ganze Essen-Wegwerf-System, dass solche Sachen wie Too Good To Go gibt, dass es in Frankreich ein Gesetz gibt, dass das überhaupt verbietet, dass man Essen wegwirft. Zum Beispiel, das wird auch noch zu uns hoffentlich kommen, dass die Plastiksackerl abgeschafft worden sind. Also es gibt so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja, das sind Gott sei Dank die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Was ich mir noch wünschen würde, wäre so eine ökologische Steuerreform, dass die einfach am meisten verschmutzen, verdrecken und kaputt machen, dass die auch dafür zahlen sollen. Ja? Nach dem Motto, ja, wenn ihr glaubt, dass ihr das machen müsst, dann macht es aber, dann bezahlt es auch dafür. Weil die Warenkosten von allem sind ja nicht abgebildet in dem Preis, den wir dafür zahlen. Die Warenkosten liegen in dem, was das anrichtet und auch was das dann kostet, das wieder zu reparieren in der Zukunft. Ja? Also dass die Warenkosten wirklich die zahlen, die es verursachen. Mhm. Das wird schon sehr viel, sehr, sehr viel helfen. Ja, ja. Und die Dinge, die du angesprochen hast, die dir Mut machen, das sind genau die, die auch mir Mut machen. Darum berichte ich gerne darüber. Du und Helmut, wofür brauchst du Mut? Um weiterzugehen natürlich, um weitermachen zu können, um wieder aufstehen zu können nach Niederlagen. Ja, oder Zielcourage ist sowieso etwas, wo man am meisten Mut braucht. Wenn man das Gefühl hat, in Situationen, das ist doch nicht in Ordnung, wie da mit jemandem umgegangen wird, dass man sich dafür eintritt und sagt, den Mut nimmt und sagt, so nicht. Wobei es wirklich in einzelnen Situationen sollte man sich auch nicht in Gefahr begeben, aber wenn man das Gefühl hat, dass mehrere gerade gleich so denken, dann kann man vielleicht dieses Momentum nützen und sagen, so nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass wir als Gesellschaft generell den Politikern sagen, jetzt so nicht. Ich meine, die Justiz versucht schon und dass wir uns hinter die Justiz stellen und sagen, so wollen wir nicht regiert werden. Ja, das ist eben jetzt konkret der Fall. Diese Präpotenz und Überheblichkeit wollen wir nicht. Dazu braucht es auch Mut. Was würde dir ganz konkret jetzt und heute irgendwie am meisten Mut machen? Also so auch in vielleicht umsetzbaren Dingen oder so, ja, damit wir da wirklich auch zu einem positiven Schluss kommen können. Also mich würde am meisten bestärken und Mut machen, wenn sich Gleichgesinnte bei mir melden und sagen, ich finde das super, was du machst, oder das habe ich gar nicht gewusst, dass es gibt, sowas habe ich selber schon angedacht gehabt und finde ich toll, wie kann ich helfen, wie kann ich unterstützen. Oder im besten Fall irgendjemand, ein,
eine Art mit 10 Patreon-Organisation, Unternehmen, das sagt, ja, wir wollten eh schon, wir haben uns eh schon länger überlegt, was könnte unser Beitrag sein, und dich zu unterstützen und diese Plattform zum Durchbruch zu verhelfen. Das wollen wir jetzt machen. Das würde mich extrem bestärken und Mut machen. Ja. Okay. Ich hoffe, dass dieser Mood Talk einen Beitrag in die Richtung leisten kann. Das würde mich selber irrsinnig freuen. Und werde alles in meinen Möglichkeiten tun, was halt an Verbreitung möglich ist. Ich wünsche auf jeden Fall dir, Helmut, persönlich und deiner Plattform Patreon for Change alles, alles Gute. Ich danke dir, dass du zu Gast warst am Mood Talk. Ich danke dir auch für deine Ehrlichkeit und Offenheit, mit der du auch über die schwierigen Aspekte gesprochen hast. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern. Mich auch, Helmut. Alles Liebe. Mood Talks. Powered by die Mutmacher.